Meine Damen und Herren, wir freuen uns jetzt auf den Vortrag von Professor Peter Gentsch. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einführung und die Einladung. Ein erstaunlich gutes Gefühl, mal wieder auf einer Bühne zu stehen. Ich glaube, das Gefühl 2 Jahre her immer, ich weiß nicht, kennen Sie wahrscheinlich auch, diese Teams- und Zoom-Sitzungen, ich kann es nicht mehr. Ne? Dann sieht man irgendwie, man hat den Human Touch nicht so, man sieht die Gesichter nicht, man kriegt kein Feedback. Insofern freue ich mich sehr, hier sein zu dürfen und dann auch noch zu meinem Lieblingsthema sprechen zu dürfen, nämlich Künstliche Intelligenz. Ich mache das seit 25 Jahren, viel miterlebt, viele Erwartungen gab es. Ja, und dann gab es aber auch das Tal der Tränen. Man hat damals vom KI-Winter gesprochen, weil viele der Erwartungen gar nicht eingetroffen sind. Und ich glaube, es gibt kein Thema momentan, das dermaßen überschätzt wird und unterschätzt wird zur gleichen Zeit. Also manchmal so eine Fantasielosigkeit, ja, der Tesla, der hat auch ein bisschen KI da drin und der Siri, der ist da auch KI drin, ja. Und das andere Extrem ist, der Schwarzenegger kommt, ne, und die Menschheit hat nichts mehr zu sagen. Und der Lösungsraum dazwischen ist eigentlich ganz spannend. Und was mir eigentlich fehlt, und darum bin ich froh, hier sein zu dürfen, ist, die Diskussion, wer KI findet statt, ich glaube, das wissen wir alle. Aber wenn ich jetzt frage, nennen Sie mir ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland, das KI erfolgreich einsetzt, dann wird es ganz dünn. Dann kommt man wieder, der Facebook, Google und der Elon Musk macht doch viel. Ja, warum machen wir denn in Deutschland so wenig? Das ist kein Thema nur aus dem Valley oder in China oder nur für Konzerne. Und wir haben so ein bisschen eine Fantasielosigkeit in Deutschland, das ist mein Empfinden, ich will es auch ein bisschen provozieren. Mir fehlt so ein bisschen die Neugierde und der Mut, Sachen auch mal auszuprobieren. Das ist kein Teufelszeug, KI funktioniert und ich habe, glaube ich, relativ viele Beispiele mitgebracht, jenseits der Google-Welt, um Ihnen zu zeigen, das Thema lebt und ich würde Sie ein bisschen ermutigen, vielleicht auch mal sich dem Thema anzunehmen, vielleicht haben Sie das auch schon gemacht. So, dann schauen wir mal. Ich meine, im Zweifel ist es immer die Human Intelligence, die jetzt mich hier ein bisschen... Ah, sehr gut. Also hier nochmal der Titel. Vielleicht kennen Sie dieses Bild, es ist ehrlich gesagt nicht ganz so neu. Spätes Frühstück, ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen vielleicht schon so einen Muffin gegessen haben. Jetzt werden Sie sagen, natürlich erkenne ich den Unterschied. Also das kann doch nicht wahr sein. Also sowas Einfaches, das eine ist so ein Tierchen zum Knuddeln, das andere ist was zum Essen. Zumindest im europäischen Sprachraum sind das unterschiedliche Dinge. Aber ich sage Ihnen eins, keine KI der Welt könnte den Unterschied finden. Jedes Kind weiß doch den Unterschied, aber keine KI kann das. Es sei denn, wir haben viel mehr Daten. Und das ist der ganz entscheidende Punkt in der KI-Diskussion ist, wir brauchen Daten. Das klingt wahnsinnig banal. Aber in vielen Projekten, wo Unternehmer sagen, ich möchte KI ausprobieren, ist der erste Schritt, Moment, habe ich die Datenbasis dafür? Und da gibt es spannende Sachen, Datenallianzen aufbauen, Daten künstlich erzeugen. Aber was ich ganz klar sagen muss, das Thema Big Data, viele wollen das gar nicht mehr hören, weil das auch schon so ein bisschen abgetroschen ist, eine KI funktioniert nur mit Daten und das ist ganz wichtig. Und natürlich im Zeitalter von Instagram, Facebook etc. haben wir natürlich Millionen von netten Hündchen und Muffins. Das heißt, wir geben der KI Futter, um immer besser zu werden. Und Sie sehen, der Tipping Point so 2014, 15, ab da ist die KI besser als wir Menschen, wenn es um die Bilderkennung geht. Erkennen von Tumoren macht eine KI besser als jeder Arzt. Und jetzt komme ich eigentlich zur Definition. Ich mache das Ganze seit 25 Jahren. Ich kenne keine vernünftige Definition für das Thema KI. Für mich die schönste Definition immer noch, es ist ein Wettrennen. Wir Menschen können Sachen besser und die KI versucht aufzuholen. 2006 Kasparov, kennen Sie bestimmt noch, weltbester Schachspieler, hat gegen IBM KI verloren. Riesenentsetzen. Naja, wenn es um Unternehmensentwicklung geht, würde ich sagen, sind wir auch noch besser, wir Menschen, wenn es um Strategien geht. Aber es gibt viele Sachen, wo eine KI heute schon besser ist als wir Menschen. Und die KI geht auch zunehmend in strategische, kreative Bereiche rein. Und dann müssen wir überlegen, wollen wir das eigentlich? Das ist eine ganz spannende Diskussion. Und dann haben Leute gesagt, naja, Schach ist ja eigentlich ziemlich simpel. Ne? Das ist irgendwo technisch, das kann man lernen, dass das eine KI gemacht hat. Ja, ganz nett. Es gibt aber ein Brettspiel, auch das ging durch die Presse, vielleicht haben Sie es gehört, namens Go. Das ist das älteste Brettspiel dieser Welt, wird im asiatischen Raum sehr viel gespielt. Und es gibt den Lee Sedol, den koreanischen Weltmeister, der noch nie ein Spiel verloren hat in seinem ganzen Leben. Ja? Und dann kam eine Firma, AlphaGo, sagt, du, ich würde gern gegen dich spielen. Da sagt er, ja, gar kein Problem. Das Ganze wurde weltweit übertragen, in Seoul über Big Screens, sensationell. Also es war wirklich die Inszenierung Mensch gegen Maschine. Lee Sedol, selbstbewusst, geht vor die Presse, sagt, hier bin ich, kann ich verlieren, alles gut.
Er verliert das erste Spiel, er verliert das zweite Spiel, er verliert das dritte Spiel. Unvorstellbar, weil Go verlangt strategisches Denken, Kreativität, Intuition, all das, was doch eine Maschine nicht hat, was wir Menschen haben. Das Spannende ist, was er dann aber sagte, er war natürlich mega frustriert, der ist vor sein Volk getreten, hat sich entschuldigt für sein Versagen. By the way, das vierte Spiel hat er dann gewonnen und dann hat man richtig dieses Aufatmen gesehen, wir können noch die Maschine schlagen. Aber er sagt, das fand ich ganz spannend, dieser Spielzug, den er zum Teil gemacht hat, dieses System, der war beautiful und creative. Und das ist ja eigentlich das ein Attribut, was ich in der KI eben nicht zuordnen würde. Aber das Ding ist verdammt kreativ gewesen. Das hat Spielzüge gemacht, die kein Mensch vorher gemacht hat. Und manchmal sind wir doch auch so ein bisschen mental gefangen. Ne? Wir machen unser Business, wir kennen die Branche, wir kennen die Kunden, wir machen das eben, weil es immer so war. Und eine KI hat keine Agenda und KI hat keine feste Struktur. Und KI guckt auch über den Tellerrand. Und das finde ich so spannend bei der Sache. Noch zwei Nebensätze dazu. Wer hat es erfunden übrigens? Ja, Ricola, die Schweizer, Professor Schmidhuber, in einem deutsch-schweizer Forschungsprojekt. Also letztendlich haben wir das Ganze bezahlt mit unseren Steuergeldern. Und wer hat es gekauft? Google. Und das ist wieder so symptomatisch. AlphaGo gehört jetzt zu Google. Obwohl, ne, MP3 lässt grüßen, wir doch eigentlich mit unseren Geldern so tolle Forschung gemacht haben. Und wir haben sensationelle KI-Forschung. Aber wenn es darum geht, es zu kapitalisieren, Business draus zu machen, da gucken wir immer nur zu. Also das ist eigentlich ein bisschen schade. Und zum anderen, was hier, glaube ich, spannend ist, ich will Sie auch nicht mit zu viel KI-Details jetzt auch langweilen, aber was hier passiert ist, die KI hat gelernt zu lernen. Das heißt, bei Kasparov hatte man auch eine KI, die wurde trainiert. Da hat man gesagt, guck mal, Schach funktioniert so, der Bauer läuft so, das Pferdchen so. Und da hat man gelernt, trainiert und so weiter. Hat das System wie so ein Kind trainiert. Oder ein Spieler. Go, AlphaGo, hat gelernt zu spielen, hat beobachtet und hat selber die Regeln erkannt. Und das ist das Spannende gerade, was wir in den letzten Jahren erleben, dass wir eine KI haben, die zunehmend autonom proaktiv ist. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch immer wieder gefährlich, weil da kann sich irgendwas verselbstständigen. Aber das Schöne ist, wir müssen nicht mehr, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal so Analysen gemacht hat, da waren 80% Datenaufbereitung, das war anstrengend. Das brauchen wir heute nicht mehr. Ja? Das heißt, wir haben einen extrem hohen Automatisierungsgrad und die Systeme werden zunehmend proaktiv autonomer. Und das kann in so eine Welt führen, man nennt das Intelligence Explosion, wilder Ausdruck. Es gibt die ersten KI-Systeme. Die KI-Systeme schreiben, die besser sind als die KI-Systeme, die von Menschen geschrieben wurden. Das heißt, die Google-Entwickler haben eine KI entwickelt, die Systeme entwickelt, die besser sind als die von den Google-Entwicklern selbst entwickelt. Jetzt spinnen Sie das bitte mal weiter, jetzt kommen Sie auf den Begriff Explosion. Das neue KI-System entwickelt wieder ein KI-System, was besser ist als das davorige. Da ist eigentlich nur noch das physische Limit, die Erde, wo stellen wir die ganzen Server hin, um das zu berechnen, dann müssen wir wahrscheinlich dann doch ins All gehen. Also das ist jetzt ein bisschen spooky, ich komme jetzt auch gleich zur Realität und zur Praxis, aber ich wollte Ihnen nur mitgeben, schon hier passiert wahnsinnig viel. Und man sagt, dass in den letzten 2 Jahren in der KI-Szene so viel passiert wie in den 50, 60 Jahren zuvor. Also wir reden nicht von einer linearen Entwicklung, wir reden von einer exponentiellen Entwicklung. Bevor ich zum Unternehmensbeispielen komme, KI ist überall. Ja, wir haben über Sport gesprochen, Fußball gesprochen. Die Spieler sammeln so viel Information, eine KI wertet das aus, kann dem Trainer irgendwelche Tipps geben. Oder es gibt ein Startup aus München, die machen so Predictive Maintenance für Spieler. So nach dem Motto, also mit deinen biologischen und physischen Daten, wenn du dich so bewegst, dann hast du bald wahrscheinlich irgendwie eine Verletzung, muss man ein bisschen aufpassen. Also auch da, KI ist im Sport angekommen. Und ganz neu, letzte Woche wurde der Koalitionsautomat, der über KI funktioniert, gelauncht. Das heißt, die KI geht durch alle Parteiprogramme und macht Vorschläge für den Koalitionsvertrag. Ja. Ob das so funktioniert, muss man sehen, aber ich wollte Ihnen nur zeigen, es gibt eigentlich kein Beispiel, wo KI nicht irgendwo anwendbar ist. Oder Predictive Policing, ja, es wird in den USA sehr stark gemacht, ich schaue einfach aufgrund von Daten, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Verbrechen in der Gegend passieren, dann schicke ich die Polizei dahin, damit die vor dem Verbrechen da ist. Wir haben die ersten Corona-Tests, ich huste einfach und der sagt mir mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ob ich Corona habe oder nicht. Ist noch nicht anerkannt, aber wäre natürlich einfach, ne? Nicht mehr dieses mit den Stäbchen und so weiter, einfach mal schnell gehustet. Wenn Sie heute Amazon Alexa zu Hause haben, ich weiß nicht, wer das hat, oder Siri, dann kann ich mit einer KI anhand Ihrer Sprache erkennen, ob Sie morgen krank werden. Weil die Stimmbänder haben dann schon gewisse Vibrationen, wenn Sie krank werden am nächsten Tag, das kann eine KI erkennen. Was ich damit sagen will, KI ist umfassend. So, jetzt sagen Sie sich, ich will aber über Unternehmen reden, über Business reden, deswegen bin ich hier und genau das wollen wir jetzt auch machen. Letzte Folie vielleicht noch allgemein.
Ich weiß nicht, wie Sie hergekommen sind, wenn Sie Google Maps genommen haben, dann haben Sie KI genutzt, wenn Sie in Tesla gefahren sind ohnehin, wenn Sie vielleicht, weiß ich, für heute Abend noch ein Date suchen bei Tinder, auch da ist KI dahinter. Wenn Sie bei LinkedIn irgendwie beim Sales Navigator Leads angezeigt kriegen, auch da ist KI dahinter. Und wenn Sie sich irgendwie einen schönen Film angucken, übrigens dieses Go-Spiel von Lee Sedol, da gibt es eine Doku auf Netflix, also kann ich nur empfehlen, Gänsehaut, wo wirklich nochmal dieses KI gegen Mensch inszeniert wird und dargestellt wird. Also was ich sagen will, KI ist heute schon überall. Wir nutzen sie, ohne dass wir eigentlich bewusst sind, dass wir KI nutzen. Okay? So. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Teil. Und ich sage, KI ist ein Gamechanger für Unternehmen, Märkte und unsere Gesellschaft. Ich fange mit dem schwächsten Gamechanger an. Wie kann ich Prozesse optimieren? Ja? Das ist so der erste Reifegrad. Und typischerweise fangen damit auch Unternehmen an. Wie kann ich KI einsetzen, um effizienter zu werden, Kosten zu sparen, Effizienzvorteile zu erzielen. Dann werden wir sehen, kann ich mit KI auch neue Geschäftsfelder erschließen? Noch spannender eigentlich, weil da geht es auch ein bisschen ums Geld verdienen. Nicht nur um Kostenreduktion, sondern auch, wie kann ich vielleicht neue Märkte erobern. Und dann der Gamechanger schlechthin. Es gibt heute Firmen, die gibt es nur, weil es KI gibt. Ja, also die würde es so ohne KI gar nicht geben. Und ich möchte einfach mal ein paar Beispiele zeigen, bunt gemischt. Mittelstand, teilweise ein paar größere Unternehmen dabei und dann können wir sicherlich nachher auch noch ein Stück weit diskutieren. Gmünden ist ein Bauunternehmen, nicht spektakulär, nicht riesengroß. Relativ banales Problem, was wir alle kennen, die E-Mail-Flut. Ne? Da kommen zig E-Mails rein und ich muss jetzt erkennen, zu welchem Objekt gehört das, wer ist der Bauträger und so weiter. Dann liest jemand die Mails und routet die weiter, versucht den Intent zu erkennen. Lästige Arbeit. Was heute eine KI sehr gut kann, Sie kennen das vielleicht vom Spam-Filter schon, da ist auch KI dahinter. Eine KI kann heute über sogenannte NLP-Technologien Sprache erkennen und kann sagen, pass mal auf, die Mail hat den Intent, ja, den musst du dem Mitarbeiter und die muss hier weitergeroutet werden. Das heißt, was Gmünden macht, sie setzen KI ein, um diese ganze lästige E-Mail-Workflow-Routing-Geschichte über eine Maschine machen zu lassen. Ist kein Game-Changer, aber ist einfach ein Effizienzvorteil. Ich habe das Beispiel deswegen gebracht, weil ich glaube, so jedes Unternehmen häufig das Problem hat, vielleicht mit der E-Mail-Flut intelligenter umzugehen. Ströer kennen Sie vielleicht auch. Ströer hat wahnsinnig viele Beteiligungen, verschiedene Firmen. Die machen sehr, sehr viel Kampagnen und Marketing und suchen immer neue Audiences, ja, neue Leads. Wo sind die Kunden? Wen kann ich adressieren? Und es gibt ein Verfahren mit KI, das hilft mir praktisch, meinen nächsten Kunden vorherzusagen. Wie funktioniert das? Ich sage dem System, das ist mein A-Kunde, das ist mein Wunschkunde. Dann geht das System hin ins Internet und reichert das mit ganz vielen Daten an, so ungefähr 10.000 Datenpunkte. Und nicht nur die klassischen Firmographics im Sinne von Unternehmensgröße, wie viele Mitarbeiter und Umsatz, sondern ganz, ganz granular. Was hat er im Internet gemacht, was sagt die Presse und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die KI und sucht sogenannte Lookalike Audiences, digitale Zwillinge, und sagt, guck mal, der Kunde ist ähnlich wie du, den hast du noch gar nicht im Portfolio. Sprich den doch mal an. Und übrigens, sprich den über LinkedIn an, weil der ist eher digital. Oder der ist eher klassisch, ruf den lieber an, etc. Das heißt, diesen ganzen Prozess der Lead-Generierung und der Priorisierung kann ich hier sehr gut über eine KI abbilden. Ich habe das erste Mal das bei Berner gemacht, der Schraubenbaron, vielleicht bekannt wird, die Nummer 1, Berner. Und da hieß dann das Tool, was wir da eingesetzt haben, das Aliens-Tool, weil wir haben Aliens gefunden. Weil Berner ist sehr gut Kfz und Bau. Da kennen die jeden Kunden persönlich, da brauchen sie keine KI. Aber das Spannende war, dass die KI eben neue Segmente und Kundengruppen gefunden hat, die noch gar nicht so im Beuteschema waren. Und das sagte der eine, der Herr Emmer, der CRM-Leiter, das waren ja Aliens, die er da geliefert hat. Insofern war das Aliens-Tool. Aber das zeigt einfach, eine KI sucht weltweit gegebenenfalls nach potenziellen Kunden. Bei Ströer kam dann übrigens die Frage auf, Moment mal, wenn die KI das jetzt macht, das wollen wir ja gar nicht. Wir haben ja Vertriebsleute. Jetzt kommt die Angst, die KI. Muss man ja auch drüber reden. Was ist denn mit den Arbeitsplätzen der Vertriebsleute, wenn die KI das macht? Und da habe ich ihm gesagt, kein Vertriebsmitarbeiter muss Angst haben vor KI. Ein Vertriebsmitarbeiter sollte Angst haben vor Mitarbeitern, die mit KI arbeiten, weil die können sich jetzt für die wirklich wichtigen Dinge Zeit nehmen, empathisch mit Kunden kommunizieren. Dieses lästige Lead suchen, priorisieren und so weiter, das macht ja nicht wirklich Spaß. Und darum finde ich noch eine schöne Definition von AI, Augmented Intelligence. Also wie kann ein System uns Menschen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, uns den Rücken frei zu halten und nicht, wie ersetzt uns eine KI. Ich glaube, das ist so das Mindset, was wir hier brauchen. Hornbach ein Beispiel, die kennen vielleicht diese Bewertung, das ist ja Teufelzeug in Social Media, ne? Auf Yelp und Google, da wird ja permanent geschnattert und gemeckert und so weiter.
Und dann der Hauenbach, ich kann das doch nicht alles durchlesen, das interessiert mich doch gar nicht. Naja, die setzen eine KI ein und die schauen jetzt, welche der Bewertungen sind relevant für uns. Also zum Beispiel, der Parkplatz in Frankfurt ist verschmutzt, da muss was gemacht werden. Das ist relevant. Die KI erkennt das, leitet es automatisch zum Mitarbeiter. Wenn irgendjemand wieder meint, er müsste sich über die Marke Hornbach beschweren ohne Substanz, dann wird das gar nicht relevant erkannt und auch nicht weitergeleitet. Auch kein riesen Gamechanger, aber es zeigt einfach, ich kann so gewisse Sachen einfach viel, viel effizienter machen. Hier Möbel Martin, da geht es darum, nicht den Verkaufsmitarbeiter zu ersetzen und den Verkaufsmitarbeiter schlauer zu machen. Das wird ja für Verkäufer immer schwieriger, ne? Der Kunde war vorher bei Google, vergleicht alles, ist natürlich gerüstet und kann den Verkäufer natürlich dann auch gut challengen. Und Möbel Martin hat gesagt, ich möchte meinen Verkaufsberater intelligenter ausstatten. Da ist eine KI dahinter bei dem Verkaufsberater. Also zum Beispiel, welches Produkt solltest du empfehlen? Gibt es Cross-Selling? Kann man dem noch irgendwas anbieten? Also einfach um den Mitarbeiter im Laden, im physischen Laden, es geht nicht darum, das zu digitalisieren und zu virtualisieren im Sinne vom E-Commerce, sondern einfach auch den Mitarbeiter im Laden besser zu machen. Ein Projekt habe ich letztes Jahr gemacht, jetzt nicht Berner Wirt, der Fairness halber muss gleich beide nennen. Sie wissen, Wirt hat sehr, sehr viel Außendienst, ja? Und die Außendienstmitarbeiter fahren viel mit den Autos, die Autos kennt man vielleicht, da kennt man ein Künzelsau-Kennzeichen, und die telefonieren viel mit dem Innendienst, um Gespräche vorzubereiten und nachzubereiten. Und da hat man gesagt, kann man das nicht automatisieren, da geht ja so viel Zeit drauf, der Innendienst wird damit lahmgelegt. Ja? So. Und da haben wir ein Projekt gemacht, erst so ein Proof of Concept, und haben in Deutschland mit 10 Vertriebsleuten gesprochen und haben Stimmproben genommen. Also da gab es das tiefste Bayerisch, Schwäbisch und so weiter. Wir wollten gucken, wie fern eine KI wirklich den Mitarbeiter versteht und die richtigen Antworten gibt. Und ich sag mal, es gab einen, schwäbischen Kollegen, wo die KI gesagt hat, ich verstehe gar nichts. Und da hieß es, aha, geht doch nicht. Ich habe den aber auch nicht verstanden. Ja? Also muss man mal gucken, wir Menschen sind ja auch nicht immer so perfekt. Ich habe ihn wirklich nicht verstanden. Insofern muss man mal gucken, vielleicht muss der Mensch sich hin und wieder auch mal dem System ein bisschen anpassen, zumindest tendenziell. Aber letztendlich überlegen Sie diese Effizienzvorteile. Der Mitarbeiter sitzt im Auto, kann ein Gespräch vorbereiten, einen Termin nachbereiten. Kein Innendienst wird genutzt. Er kann sprechen, voice-basiert im Auto. Ne? Da tippt sich ja nicht so gut. Wenn Sie jetzt überlegen, das machen Sie nicht nur in Deutschland, sondern wird es weltweit, da reden Sie von immensen Einsparungspotenzialen. Vor 3-4 Jahren war das noch nicht so gut, dass Sie wirklich gesagt haben, ich kann Systeme einsetzen, die wirklich die Sprache erkennen und vernünftige Antworten geben. Also auch zum Beispiel nochmal für den Innendienst. So, jetzt sagen Sie, naja, das war aber noch nicht so, ja, so ein bisschen Effizienz und Prozesse, ganz nett. Jetzt kommt eigentlich der spannende Teil. Wie kann ich KI einsetzen, um neue Geschäftsfelder zu erschließen, oder wie kann ich KI einsetzen, vielleicht ganz komplett neues Business zu machen? Gibt es ein paar Beispiele, und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich jetzt Gienand. Wenn ihr kennt, das ist eine Gießerei aus Deutschland. So. Jetzt sind wir uns hoffentlich einig, dass wir sagen würden, eine Gießerei ist jetzt nicht ganz so digital von Haus aus wie ein Facebook oder ein Google oder ein Zalando. Eine Gießerei, ne, sehr klassisches Handwerk, könnte man sagen. Wie setzen die KI ein? Was ich nicht wusste, es ist extrem komplex, Gussprojekte zu kalkulieren. Da brauchen Sie Expertenwissen, Domain Knowledge. Ja. Das dauert ewig lange. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach die ganzen Daten genommen von vorherigen Gussprojekten. Die KI hat es gelernt und die KI kann jetzt auf Knopfdruck ein Pricing machen. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, das ist doch nur eine Prozessverbesserung. Vorher haben das Experten gemacht, jetzt mache ich Pricing as a Service mit einem KI, aber wo ist der Gamechanger? Das Spannende ist, man hat sich überlegt, Moment mal, wir machen daraus eine Plattform. Das heißt, andere Gießereien nutzen unsere Plattform und können das Ganze nutzen. Und das Ganze ist so erfolgreich, dass wir ein Startup daraus gründen, das heißt Casculate. Das heißt, natürlich macht Gina nach wie vor das Kerngeschäft Gießerei, das ist klar. Aber Sie haben gesehen, dass ich über KI und Daten mit neuen Ideen neue Geschäftsfelder realisieren kann. Man geht sogar so weit, dass man jetzt irgendwelche Auction-Modelle machen will. Ne? Wenn man Ausschreibungen macht, dass man über die Plattform Instant Pricing sofort gucken kann, wer hat den besten Preis. So, das heißt, aus einem relativ traditionellen, non-digitalen Business wurde ein recht erfolgreiches Startup namens Casculate gegründet. Und das ist so ein Beispiel. Jetzt werden Sie wahrscheinlich jetzt keine vielleicht Gießerei zu Hause haben, aber ich möchte Ihnen nur mitgeben, dass es eigentlich für viele Unternehmen und viele Märkte einfach Ansätze gibt. Und da gibt es auch Methoden, das rauszukitzeln. Und das finde ich eigentlich so das Spannende.
ZDF komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn Sie sich mal eine Produktion angucken beim ZDF, das ZDF Digital ist eine 100%ige Tochter, da haben Sie wahnsinnig viel Manpower, Leute, Produktionsanlagen, Kameras. Die Produktion von morgen findet auf dem Laptop statt. Sie können komplette Blockbuster-Filme mit KI auf dem Notebook machen. Und das ZDF hat sich da auch neu erfunden, ZDF Digital, und bietet das an, hat damit neue Geschäftsfelder erschlossen. Naja, und dann gibt es, das war die Casculate, und dann gibt es Firmen, die gibt es eben nur, weil es KI gibt. Und ein, zwei davon, Disclaimer, habe ich auch gegründet, insofern kenne ich die ganz gut. Eine hat ganz gut geklappt, die andere weniger, so ist das ja immer im Leben, klappt nicht immer alles, kann auch sagen. Also KI ist ja kein Selbstläufer, nur weil da irgendwie KI draufsteht, das glaubt man ja manchmal. Also beim Funding ist es extrem wichtig, wobei Zeiten dann auch vorbei, wo ich einfach sage, ich mache KI und dann habe ich entsprechende Gelder bekommen. Es ist sicherlich kein Selbstläufer. Ich glaube, Sie kennen einige von den Firmen, ich weiß es nicht. Also wenn Sie heute Übersetzungsprogramme nutzen, weiß ich nicht, ob Sie noch Google Translate nehmen. War lange das beste Programm, heute ist DeepL. DeepL steht für Deep Learning. Ja? Das heißt, die haben kein Lexikon dahinter oder keine Sprache. Die lernen einfach aus Texten, ja? Englisch, Deutsch, da ist ein Zwischenlehrer, der versucht das zu übersetzen, aber der weiß gar nicht, was Deutsch und Englisch ist. Der macht das sehr mechanisch, aber verdammt gut. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen mit DeepL arbeitet. Und das Schöne, jeder von uns, der mit DeepL arbeitet, macht das System auch wieder besser. Ja? Und das Schöne ist, DeepL kommt eben nicht aus dem Valley, kleines Startup in der Nähe, kleines Startup ist auch übertrieben, war es mal, inzwischen natürlich auch ein bisschen größer, in der Nähe von Köln. Und die hatten schon einige Angebote bekommen, gekauft zu werden und sagen, nee, wir machen das so weiter. Also finde ich ein tolles Beispiel für eine Firma, die einfach Deep Learning einsetzt und damit auch die Googles dieser Welt einfach schlägt. Ja? Das zeigt einfach die Möglichkeiten. Ne? Dass wir uns nicht immer so ergeben müssen, die Gaffer-World, Google, Amazon, Facebook, Apple, da haben wir doch gar keine Chance, finde ich ein ganz schönes Beispiel. Ich weiß nicht, Leverton ist im juristischen Bereich, Leverton ist eine KI, die Vertragswerke durchsucht, arbeitet und sagt, pass mal auf, hier kritischer Passus, den würde ich mir angucken. Ja? Bis hin zu Due Diligence kann ich die erste KI einsetzen, die mir dabei hilft. Klar, ob das Anwälte gut finden, ist eine andere Frage. Ich glaube immer noch, dass Anwälte mit den wirklich wichtig strategischen Fragen sich beschäftigen können in einem Vertragswerk. Aber so eine KI kann eben schon mal sagen, pass mal auf, den Passus würde ich mir ein bisschen genauer angucken, der ist mir nicht ganz koscher. Ganz offen, diese ganzen Robo-Advisor sind für mich ein bisschen overhyped. Ich weiß nicht, Scalable Technology ist für mich, bös gesagt, auch sehr stark eine Marketingmaschine. Also Scalable Technology setzt KI ein, um Anlagestrategien zu optimieren. Es gab jetzt neulich in der FAZ einen Vergleich zwischen Klassenanlage und Robo-Advisor, das war so ziemlich pari. Aber es verkauft sich natürlich, KI macht Anlagestrategie. Also auch hier natürlich eine Firma, die es ohne KI gar nicht geben würde. Und ich möchte kurz auf zwei eingehen, das ist die OpenAI von Elon Musk. Und das ist wirklich beeindruckend, da kann man ja sagen über den Typ, was man will, aber er spricht nicht nur über die Sachen, er setzt sie verdammt nochmal um. Und er hat natürlich viele Firmen, das wissen Sie, OpenAI ist vielleicht nicht ganz so bekannt von ihm. Und OpenAI hat, und das wird als der neue Game Changer der KI bezeichnet nach Deep Learning, GPT-3 auf den Markt gebracht. Ich sage, oh, das klingt aber echt technisch, und was ist das denn eigentlich? Das ist ein Algorithmus, der auch mit Deep Learning arbeitet, der durchs gesamte Internet geht und lernt. So. Und dann können Sie zum Beispiel GPT-3, also können das gerne mal ausprobieren, wenn man Zugang zu dieser API hat, sagen, ich möchte, ist jetzt nicht so sinnvoll, ich möchte Masken für Hunde haben oder für Tiere, Corona-bedingt. Ja. Dann schreibt er Ihnen automatisch einen Artikel. Sie sehen, man musste so ein bisschen nachjustieren, weil es noch nicht ganz so dolle war. Auf der anderen Seite hier ein Review bei Amazon macht er schon perfekt. Er schreibt LinkedIn-Beiträge, wenn Sie sagen, was ist eigentlich Unternehmensnachfolge, dann wird er Ihnen einen schönen Aufsatz schreiben, was das ist und wie das funktioniert. Dieser Algorithmus geht ins Internet und lernt einfach aus diesem ganzen Content, den wir da draußen haben, die Zusammenhänge und macht letztendlich eine Prediction des nächsten Wortes. Sie kennen das vielleicht vom Handy, nächstes Wort, nächster Buchstabe, genau so. Und das ist letztendlich das, und da sagen viele, um Gottes Willen, das ist ja eigentlich ziemlich blöd, weil mechanistisch, ja, aber es funktioniert erstaunlich gut. Es gibt inzwischen GPT-4, neu gelauncht, das ist noch mal mächtiger. Das heißt, was wir erleben werden, dass Systeme Content erstellen. Und zwar nicht nur Sportberichte oder Wetterberichte, sondern ganze komplexe Storylines bauen werden. Ob man das nun will oder nicht, darüber kann man sicherlich streiten. Was ich ganz spannend finde, eine Randdiskussion, weil wir ja vielleicht auch über Gesellschaft und KI reden wollen. Der Elon Musk hatte GPT-3 vom Markt genommen für eine kurze Zeit.
Weil mit GDP3 kann man extrem gut Fake News produzieren, für einen Wahlkampf auch. Und er sagt, er will das nicht unterstützen und er will AI for good. Und hat jetzt Mechanismen sich überlegt, wie er das einfach sicherstellt, wer kriegt eigentlich dieses Tool in die Hand. Weil es ist wirklich ein Teufelszeug, wenn Sie praktisch skaliert ohne Ende, ja, Fake News verbreiten können mit so einem System, dann ist das sicherlich die Kehrseite. Das ist hier ein realer Dialog übrigens, und das nennt sich Conversational AI. Das ist auch einer der neuen Trends im Bereich KI. Das werden Sie merken, wenn Sie mit einem Device reden, mit einem Handy, wenn Sie teilweise irgendwo im Callcenter anrufen oder Ihren Messenger nehmen oder mit Alexa sprechen, da ist eine KI dahinter. So. Die Dialoge sind schon relativ gut. Sie sehen jetzt, Mina ist von Google, GDP3 ist von Elon Musk jetzt hier nicht drin. Das heißt, wir Menschen haben eine Kommunikationsqualität von 86%. Ich erinnere nochmal an den schwäbischen Vertriebsmitarbeiter von Wirth, den ich nicht verstanden habe. Wir sind nicht bei 100%. Das heißt, die Systeme werden immer besser. Das heißt, wir werden zunehmend in einer Welt leben, wo wir nicht mehr mit Menschen interagieren, sondern mit Systemen. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Da sage ich ganz ehrlich, wenn ich von A nach B fahren will, brauche ich keinen empathischen Storyteller, ja, der will, dass mir einer schnell geholfen wird. Und da ist eine KI da gut. Wenn ich über Nachfolgeschaft vielleicht rede und Unternehmensstrategien reden will, da will ich vielleicht mit einem Mensch reden und in die Augen sehen und nicht mit so einem Bot reden. Also ich glaube, wir müssen einfach die richtige Balance finden. Aber das war vor 15 Jahren, weil die Qualität bei weitem noch nicht so gut. Wir haben heute eine extrem gute Qualität, weil wir immer mehr Daten haben, wir haben bessere Algorithmen. Also diese Welt wird kommen. Und jetzt mal weitergesponnen, jetzt rede ich ja nur von Texten und von Chats. Wenn Sie mitbekommen haben, das ging durch die Presse, ja, endlich. Beethoven, die 10. Symphonie, jetzt können wir sie vollenden durch KI. Was hat man gemacht? Man hat natürlich vorige Symphonien genommen, hat daraus gelernt. Ich bin kein Musikexperte, ich habe mir das angehört. Das klingt sensationell. Und jetzt sagen viele Kulturbanause, das ist doch gar nicht der Beethoven, das ist ja eine KI. So. Und das ist natürlich auch eine Frage, wollen wir in der Welt leben, dass KI Musik macht, Bilder malt, Texte schreibt, die genauso gut sind wie wir Menschen oder vielleicht noch besser, nur dass ich keine Produktionskosten habe, dass ich kein Copyright habe und so weiter und so fort. Und finde ich spannend, wie die Diskussion hier sich entzündet im Sinne, eine Fraktion, die sagt, um Gottes Willen, das ist ja eine synthetische, mechanische Welt. Der Beethoven, der hat doch Gefühle gehabt, der hat gelitten, der hat sich doch ausgedrückt. Und eine KI sind ja Nullen und Einsen, die irgendwie hin und her geschoben werden. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich am Ende des Tages das als qualitativ wertvoll wahrnehme, warum denn nicht? Und vor 3 Jahren, das ist die Sache, haben wir die Vamos AI gegründet, und das ist ein Forschungsprojekt gewesen mit ZDF und Fraunhofer, weil wir gesagt haben, wir können auch Bewegtbild intelligent analysieren. Damit fing das an. Also zum Beispiel machen wir Pro7 Germany's Next Topmodel. Da werden automatisch die Highlights werden automatisch über eine KI geschnitten und die Trailer werden automatisch von der KI gemacht. Der nächste Schritt, und es gibt die ersten Filme schon, die von der KI gemacht werden, die Storyline. Und die kompletten Akteure sind dann auch virtuell durch eine KI erzeugt. Macht man ja heute schon, dass man Statisten hat oder wenn ein Schauspieler stirbt, dass man den über KI dann weiter leben lässt. In naher Zukunft, wenn wir so weitermachen, wie wir das machen, ist die logische Konsequenz, dass wir jetzt Systeme haben werden, die sowas machen. Die Texte schreiben, Bilder malen und so weiter und so fort. Das fühlt sich vielleicht nicht gut an, wenn ich irgendwo weiß, ich lese nur noch maschinelle, erstellte Sachen. Die Bilder, die hier hängen, sind ja gar nicht von Menschen, das ist ja alles eine Maschine. Die Musik aus dem Radio ist ja auch von einer Maschine. Will ich in so einer Welt leben? Ja, da müssen wir uns einmal mal die Frage stellen. Und jetzt komme ich auch zum Abschluss, damit wir viel Zeit für Diskussion haben. Das hat natürlich immense Implikationen auf unsere Arbeitswelt. Natürlich werden Jobs verschwinden. Und da sind wir alle gut zu sagen, welche Jobs verschwinden, aber wir sind nicht gut zu sagen, welche Jobs werden entstehen. Das ist ganz spannend. Kinder, die heute eingeschult werden, werden Berufe erlernen und ausüben, die es noch gar nicht gibt mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Das sind ganz neue Berufsbilder, die da entstehen. So, könnte ich mal verorten, ob Sie hier noch safe sind oder auf Jobsuche gehen müssen. Also, ich sage mal, wir sehen hier auf der Seite irgendwie gefährdete Berufe, weniger gefährdete Berufe. Oben, gute Nachricht, viel Kohle, unten wenig Kohle. Also fangen wir mal an mit der Selbsteinschätzung, den Lehrer, sage ich mal. Ja, gute Nachricht scheint sicher zu sein, schlechte Nachricht, wenig Kohle, absolut. Gucke ich mir vielleicht mal hier an, was ganz schön ist hier, Kreditanalyst. Ne? Da haben wir ein Projekt mit der Kreditreform gemacht. Kreditanalysen, also die haben 600 Rechercheure, die Kreditreform, 600 Rechercheure nur in Deutschland, die irgendwie Credit Scoring machen. Das kann eine Maschine besser. Also ganz ehrlich, wenn ich bei der Kreditreform als Credit
Analyst tätig bin, dann würde ich mir in der Tat auch Sorgen machen, ob mein Beruf noch sicher ist. Trucks, Driver, klar, selbstfahrende Autos etc. Wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ist hier bei den Ärzten und Chirurgen. Auch da ist eine KI schon relativ weit. Aber wenn es um Executive Level geht, ne, um Unternehmensstrategien, das ist ja genau das, was eine KI heute noch nicht so kann. Aber nochmal, ne, erinnern Sie sich bitte, nicht linear, exponentieller Anstieg. Und wenn Sie jetzt sagen, shit, ich bin doch in dem kritischen Bereich, dann habe ich eine gute Nachricht, ich habe ein paar Jobprofile mitgebracht. Das sind reale Stellenausschreibungen. Das klingt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Der Head of Bot Creative. Ja. Also jetzt sagen Sie, spooky, ne, das hat wenig mit der Realität zu tun. Nein, nein, das sind reale Stellenausschreibungen, jetzt nicht aus Deutschland. Allerdings, das zeigt schon, wir werden uns Gedanken machen, neue Berufsbilder. Ja. Das Problem ist nur, dass wir wenig Zeit haben für dieses Upskilling. Also Amazon nennt das Upskilling. Die versuchen, ihre Mitarbeiter auf AI zu trimmen. Wenn ich mir unser Bildungswesen angucke, wie schnell wir Leute enablen, da mitzumachen. Das heißt, wir werden nicht die Zeit haben, diese neuen Berufsbilder schnell zu kreieren, die Leute fit zu machen. Das ist ein bisschen meine Sorge. An sich finde ich es gar nicht schlimm, dass Berufe verschwinden. Es entstehen neue. Das ist Dynamik, das ist Evolution, das ist Fortschritt. Das Problem ist, ob wir schnell genug diese Bilder finden und auch besetzen können. Ich verspreche Ihnen die letzte Folie, kleiner Ausblick. Also, fing irgendwie mal an mit dem Internet, www, langes her. Ist ja eigentlich gar nicht. Wenn man sich über anguckt, ne, so Entwicklung in der Geschichte, das ist ja nichts. Das Internet ist ja neu eigentlich, ne, wenn man es mit anderen Entwicklungen vergleicht. Dann kam dieses ganze Thema Wikis, User-Generated Content. Ich weiß nicht, ob Sie noch Second Life kennen. Wenn ich da vor Studenten stehe und von Second Life berichte, dann was erzählt der alte Mann da vorne? Nie gehört. Ja? Wenn man so will, war das ja letztlich auch ein Facebook, vielleicht ein bisschen anders, hat sich nicht so ganz durchgesetzt, aber diese virtuellen Welten gab es da. Internet of Things, Augmented Reality, müssen wir nicht alles durchgehen. Web of Thoughts, es gibt den ersten Brainsucker, der praktisch Gedanken lesen kann, im Internet verbreiten kann. Da ist natürlich auch wieder Elon Musk dahinter. Wir haben hier natürlich das Thema AI. Ich möchte es gar nicht im Einzelnen durchgehen, weil ich möchte auf eine Sache jetzt eigentlich kommen. Und das ist die Frage, wird der nächste Schritt eben diese Superintelligenz sein? All das, was ich Ihnen heute erzählt habe, nennt man Narrow Intelligence, eine schwache Intelligenz. Der kann die Gusspreise bei Ginant berechnen sehr, sehr gut. Der kann aber nicht Go spielen, geschweige Schach spielen. Das heißt, wir haben heute Systeme, die auf spezielle Zwecke trainiert werden. Was wir Menschen können, ist, wir können abstrahieren, resonieren. Wir haben eine General Intelligence. Okay, das kann heute noch kein KI-System. Doch ein bisschen Entwarnung, wenn man sagt, die KI übernimmt die Menschheit. Wir wissen heute noch nicht, wie wir aus der Narrow Intelligence zu einer General Intelligence kommen. Und wenn wir jetzt verschiedene General Intelligence miteinander verknüpfen, dann kommt Arnold Schwarzenegger, dann haben wir nämlich die Superintelligenz. Und das ist die Frage, wollen wir das, können wir das stoppen, wird das zwangsläufig kommen? Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe arithmetische Mittel gebildet von allen Prognosen. Elon Musk, Hawkins, Bill Gates, wie sie alle heißen. Und die sagen alle so unterschiedliche Schätzungen, aber das arithmetische Mittel liegt so bei 20 Jahren. Das klingt unheimlich weit, ja? Aber das ist gar nicht so weit. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir weiter momentan KI nutzen, also wir werden effizienter, wir werden besser, es ist billiger, wir sparen Arbeitskräfte und so weiter, dann ist die logische Konsequenz, dass wir da hinkommen werden. Und darum warnt ja Elon Musk jetzt, bitte definiert jetzt die Regeln, versucht jetzt die Rahmenbedingungen zu machen, weil in ein paar Jahren ist es einfach zu spät. Und ich möchte Ihnen drei Szenarien am Ende mitgeben. Da überlasse ich Ihnen selber, in welchem Szenario wir leben wollen. Also wenn ich manchmal morgens in der Bahn sitze, dann sehe ich nicht nur fröhliche Gesichter, die sagen, ist das schön, jetzt zur Arbeit zu fahren. Vielleicht ist es eigentlich ganz schön, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen. Ja? Dann schreiben wir Kinderbücher, gehen spazieren. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt arbeiten müssen. Wäre doch eigentlich ein Szenario, die KI übernimmt die Arbeit und wir haben viel Zeit. Ja? Zweites Szenario, die KI übernimmt alles, aber sagt, Moment mal, diesen Evolutionsfehler Mensch, den muss ich mal beseitigen. Der ist ja nicht effizient, der ist ja nicht rational, das ist, ne? Wäre natürlich ein Worst-Case-Szenario, dann wird es uns nicht mehr geben. Und das dritte Szenario, das ist eigentlich Elon Musk-Szenario, zu sagen, nutzt doch die KI, um uns Menschen besser zu machen, das Thema Augmented Intelligence. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt ja auch leider schon ein bisschen älter, ich sehe nicht mehr ganz so gut, ich habe eine Brille, das nennt man Sehkraftverstärker, ja. Wenn ich nicht mehr so gut höre, habe ich ein Hörgerät wie Thomas Gottschalk. Warum soll ich denn nicht einen Denkkraftverstärker haben? Und das ist ja Neuralink, ich weiß nicht, ob Sie das Startup von Elon Musk kennen.
Die suchen übrigens noch Probanden, also wenn sie Interesse haben, die dann einfach eine KI ins Brain connecten, damit sie besser rechnen können, sich an alles erinnern können. Natürlich zuckt man da zusammen, ne? Wenn da jetzt ein Hacker kommt in ihr Hirn und um Gottes Willen, wie kann ich das ausdenken? Aber die Grundidee zu sagen, geh doch weg mit der Diskussion, KI ersetzt Menschen, KI macht uns überflüssig. Lass uns die Diskussion doch so führen, wie schaffen wir es, dass wir alle einfach noch produktiver werden, besser werden, besseres Leben führen. Und das finde ich ganz spannend, diese Idee von Elon Musk, so spinnert der sein mag. Ich glaube, da liegt er nicht ganz so falsch. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich glaube, wir haben jetzt echt noch ein bisschen Zeit, hoffentlich für viele Fragen, Kritik, Anmerkungen, würde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Ja, spannender Vortrag, Riesenthema in 35 Minuten, lieber Peter Gentsch, das war schon mal die erste Top-Leistung hier. Ja, meine Damen und Herren, offen für Fragen, das Mikrofon wandert rund, sehr gerne. Ich sehe schon eine erste, der Herr da vorne mit dem, ich glaube, weißen Hemd. Genau, das Mikrofon wandert. Ja, hallo. Ja, ich bin Peter Jordan. Ich habe eine Frage. Es heißt, dass China unheimlich viel Daten hat, einfach durch das System, das die haben. Sind die deshalb besser oder schneller in AI als wir im Westen? Eindeutig ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber wir haben USA und China führen die KI-Szene an. Und die sind deswegen so gut, weil sie angesprochen haben, weil die einfach diese Datenmengen haben und auch das Thema Datenschutz nicht ganz so eng sehen. Wenn ihr in China wissen, ne, die gehen bei Rot über die Ampel, Maluspunkt, weil alles gescreent, gescannt wird. Aus einer KI-Sicht ist das natürlich ein Paradies. Ich glaube, politisch und gesellschaftlich wollen wir in so einer Welt nicht leben. Aber das ist natürlich der Punkt. Und jetzt sagen natürlich viele, es gibt viele Initiativen momentan, die sagen, wir müssen Deutschland stärken, wir müssen Europa stärken, wir müssen große Datenbestände. Ja, ich weiß, die Telekom hat zum Beispiel mal probiert, einen eigenen Smart Speaker auf den Markt zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob wir es mitbekommen haben, vor 5 Jahren. Also ein Alexa powered bei Telekom. Warum? Weil man hat die Kunden befragt. Die Kunden haben alle gesagt, wir wollen kein Google, wir wollen kein Apple, wir wollen kein Facebook. Wir wollen eine Telekom Cloud hosted in Deutschland. So, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie mal mitbekommen haben, wie viel diese Smart Speaker von Telekom auf dem Markt sind. Das geht gegen null. Weil am Ende des Tages der Kunde gesagt hat, Convenience, Bequemlichkeit. Ich habe Amazon, extra mein Ökosystem, der passt ja gar kein. Ne? Die Sorge, die ich einfach habe, wir werden heute schon mit KI gefüttert, Amazon, USA. Wir werden Alibaba, Tencent, WeChat. Jetzt kann ich sagen, ich mache eine KI made in Germany. Ja, wir haben einen Digitalrat, der sagt, wir machen jetzt hier Ethik alles ganz sauber. Also ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, weil Ethik natürlich wichtig ist. Aber wir tun gerade so, als ob wir in Deutschland eine starke KI hätten, die wir jetzt bändigen müssten. Und kapieren gar nicht, dass in China und USA viel, viel mehr passiert, ja, und wir eigentlich keine Antwort haben. Und ich glaube, es kann nicht sein, dass wir ein globales Thema wie KI versuchen, national zu regeln. Das wird nicht funktionieren, weil der Konsument am Ende des Tages sagen wird, erinnert sich vielleicht noch an GDPR, Datenschutz, als das aufkam, da musste Facebook und alle mussten sagen, darf ich deine Daten weiter benutzen? Was Facebook gemacht hat, die hat nicht noch die Gesichtserkennung da reingemogelt. Und jeder hat natürlich, ich glaube, 1% der Konsumenten hat es da nicht genutzt, ja. Jeder hat doch bei Facebook, Google gesagt, ja, ich will weiter nutzen. Ja. Was ich damit sagen will, wir können jetzt mahnen und sagen, oh, China, böse. Und nur der Konsument aus seiner Bequemlichkeit nutzt halt dieses System und macht mit jedem Klick, den Sie bei Google machen, mit jedem Klick machen Sie das System besser. Und natürlich haben wir mal, ich weiß nicht, ob Sie wissen, 2006 haben wir mal versucht, in Europa eine Suchmaschine zu bauen. Ja, auch nicht so geklappt. Also, es ist ein bisschen destruktiv. Aber das wird ein ganz, ganz schweres Rennen. Und früher haben wir immer ins Valley geguckt. Heute muss man sagen, wenn Sie sich angucken, das digitale Ökosystem WeChat. Ich weiß nicht, ob Sie mal gesehen, die Chinesen leben in WeChat. Ja? Die haben nichts anderes mehr. Die haben nicht Apps irgendwie, die leben in WeChat. Die machen Krankenhaus, Friseur, Corona-Test, die machen alles in WeChat. So, jetzt stell dich mal vor, und die Regierung trackt alles mit. Das ist ein Datenfundus, das ist brutal. So, und insofern, also klares Ja auf Ihre Frage, die sind leider voraus. Und mir fehlt momentan so ein bisschen die Fantasie, wie wir den Anschluss finden wollen. Mein Punkt ist letztes, Entschuldigung, da ist, glaube ich, noch eine Frage. Ich glaube, dass wir im Industrie 4.0-Thema, im Prozessthema in Deutschland verdammt gut sind. Und wenn wir dieses Thema KI und Industrie 4.0 bringen, da haben wir eine Chance. Wenn wir glauben, wir können irgendwie noch eine Suchmaschine bauen oder in diesem Customer-Facing-Bereich, ist meiner Meinung nach der Zug abgefahren, weil
die Großen haben so viel Daten über uns Konsumenten, das holen wir nicht mehr auf. Nächste Frage. Peter. Plattformökonomie, das ist heute so ein Thema, wenn ich an Amazon angucke, Google und, oder Lieferando, die beherrschen ja diesen Markt schon heute. Das heißt, viele verkaufen darüber, über diese Plattform. Und die Marktmacht, die ist gigantisch dann, vor allem wenn die Algorithmen ändern, die können die Preise bestimmen. Da liegt da eine riesen Gefahr drin. Könnte man da die künstliche Intelligenz zum Beispiel einsetzen, um dagegen Strategien zu entwickeln? Ja, also einmal nutzt man natürlich auch ganz gerne die KI von Amazon und Facebook, weil die funktioniert ja auch so verdammt gut, ne? Muss man ja mal sagen. Also ich kann ja als Kunde, als Unternehmen da leicht Werbung schalten und so weiter. Aber diese Gatekeeper-Funktion kann auch brutal missbraucht werden. Man hat jetzt Testkäufe gemacht mit Amazon Alexa und hat Batterien gekauft. Liebe Alexa, ich brauche ein paar Batterien. Und komischerweise waren das nicht die mit den besten Bewertungen und die günstigsten, sondern das Private Label von Amazon. Weil Amazon sagt, guck mal, ich habe die Schnittstelle zum Kunden, dann verkaufe ich mal mit meiner Marge das Ganze. Das ist ein Riesenproblem. Was jetzt spannend ist, und ich glaube, darauf zielt Ihre Frage ab, wenn ich den Konsumenten mit KI empower, zu sagen, pass mal auf, das ist gar nicht das beste Produkt, da ist das beste Produkt. Also ich brauche so eine Art gegen KI, gegen die Großen, ja. Aber auch Google, ich meine, viele sagen immer, ich möchte den Google-Algorithmus, es gab ja mal einen Politiker, der Google dazu aufgefordert hat, den Algorithmus preiszugeben. Das bringt relativ wenig, weil das eine Blackbox ist. Das heißt, ich glaube, die Krux ist, auf der einen Seite ist die KI der Gafferworld, der Amazon super gut, weil ich kann viel mitmachen, aber wir haben eine brutale Abhängigkeit. Ja, wir sind extrem abhängig. Und eine Chance wäre jetzt zu sagen, wir bauen eine eigene KI, ja, auf meinem Mobile als Konsument, die meine Interessen vertritt und nicht die Interessen von Amazon vertritt. Die Frage ist nur wieder, wer sponsert das, wer finanziert das Ganze, weil das kann ja keiner von Google und Amazon sein, dann wird es ja auch nicht funktionieren. Aber das finde ich eine spannende Sache zu sagen, so im Sinne von Mobile Intelligence, unser Handy wird so smart, dass wir eben nicht mehr auf die KI der großen Amazons und Googles reinfallen. Mhm. Weitere Fragen? Ja. Genau, der Herr hier vorne. Ja, die Frage geht in den Bereich, wie können der Mittelstand KI nutzen? Also ich finde das Thema super interessant. Ich habe mir auch so direkt aus meinem Bereich Notizen gemacht. Was ich total interessant fand, war, dass die KI besser entwickelt als der Entwickler. Finde ich ja voll cool. Das ist der Hammer. Wir haben zum Teil mit Software zu tun und never ending story. Das Ding ist nie bugfrei. Ist bei KI dann wahrscheinlich besser, schätze ich. Ich weiß es nicht. Aber wie ist das für den Mittelstand überhaupt finanzierbar? Dass er da einsteigt in so ein Thema. Also ich sehe jetzt da die Unternehmen, die da dabei sind, das sind alles größere. In was für einem Bereich liegt das kostentechnisch, um da mitzuspielen? Also ich glaube, die gute Nachricht ist, wir haben eine Demokratisierung der KI. Ja, also vor 20 Jahren war das kaum zu bezahlen, da war IBM noch sehr dominant, ja. Millionenschwere Apparate, KI-Experten gab es ja. So. Das heißt, heute sind die erfolgreichsten KI-Systeme Open Source. Ja, es ist Google TensorFlow, es ist Facebook, es ist Microsoft. Das heißt, die gute Nachricht ist, dass eigentlich die leistungsfähige Software da ist, Open Source. Ich glaube, die Kunst ist immer wieder, das merke ich immer, ich mache ja auch viel Projekte mit Hochschulen, Mittelstand da im Aalener Raum, da heißt es, oh je, aber wir haben ja gar nicht die Skills, wir haben ja keinen Data Scientist. Das ist natürlich ein Problem, aber ich sage immer wieder, wir haben Hochschulen, mit denen man kooperieren kann, ich selber mache viele Kooperationen mit Unternehmen, wir haben ein Fraunhofer-Institut, wir haben DEFKI, ja, also DEFKI ist wirklich ein Aushängeschild in dem Bereich. Das heißt, ich muss ja kein Riesenprojekt jetzt, also wenn man die Reife gerade sich anguckt, dann ist wahrscheinlich dieses völlig neue Business, das ist vielleicht ein bisschen Zukunft. Aber mal sich Gedanken zu machen, wie kann ich heute KI einsetzen? Es gibt verschiedene strukturierte Workshops, wie man das macht. Es gibt so einen Workshop, der heißt Data Thinking. Sie kennen vielleicht dieses Design Thinking, Produkte vom Kunden her denken. Genauso das kann man machen, wie kann ich vom Kunden her vielleicht neue Daten- und KI-Projekte bauen. Es gibt, kann ich Ihnen auch gerne teilen, ein Reifegradmodell, wo man guckt, was machen eigentlich andere in anderen Industrien im Bereich KI? Einfach so ein paar Ideen zu kriegen. Das heißt, Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, ein Großteil der Daten sind da, die sind verfügbar, ich muss sie nutzen, wir haben die Tools. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, die schlauen Köpfe zu kriegen,
die auch so ein bisschen kreativ sind, mit Daten zu spielen. Das ist ja nicht einfach, dass ich auf den Knopf drücke, dann kommt das Ergebnis raus. Allein bei Ginant, ja, das war ein Prozess. Ja, wie modelliert man das Ganze, bis das mal dann funktioniert? Da braucht man schon schlaue Köpfe, die auch Bock haben, das zu machen. Aber ich habe in Unternehmen häufig erlebt, dass Leute sagen, hey, das ist ein geiles Thema, da hätte ich Bock zu. Ich würde das auch gerne machen. Ja, die vielleicht ein analytisches Verständnis haben, die gerne mit Daten arbeiten, dass man die einfach weiterentwickelt. Ja. Aber die Kostenfrage, die immer wieder kommt, würde ich ein Stück weit entkräften. Also ich glaube, dass man heute Pilotprojekte, POCs, kleine, wahnsinnig schlank halten kann, um einfach mal ein Gefühl zu kriegen, funktioniert es oder funktioniert das nicht. Es ist ja auch keine Erfolgsgarantie. Ich kann Ihnen nicht sagen, KI wird in Ihr Unternehmen in jedem Fall passen und Sie glücklich machen. Aber ich glaube, es ist wert, es mal auszuprobieren. Ja, und das, da muss ich, und das finde ich das Schöne, ich muss nicht gleich anfangen mit einem Riesenprojekt, ein riesen KI-System kaufen, ein Big Data Warehouse aufbauen, 100 Data Science und nochmal McKinsey mit 100 Folien da holen. Das brauche ich nicht. Und das finde ich das Schöne. Ich nenne das gern Demokratisierung der KI. Und ich wollte eigentlich auch klar machen, dass es durchaus Mittelständler gibt, die das schon nutzen. Natur der Sache haben natürlich Konzerne, tun sich leichter eben. Ich meine, Otto ist ein Paradebeispiel für KI, muss man wirklich sagen, die machen einen super Job. Die haben halt mal 100 Data Scientists jetzt mal eingestellt. Ja? Das muss man sich auch erstmal leisten können. Ja? ProSiebenSat.1 hat insgesamt 200 Data Scientists, wo man sagt, Moment, ProSieben, RTL übrigens, die machen doch Fernsehen, wie Data Science? Ja, natürlich, weil sich das ändert. Also ich glaube, dass der Mittelstand sich naturgemäß schwerer tut und ich kann hier nur wirklich empfehlen, gerne mich ansprechen. Es gibt Netzwerke von guten Forschungseinrichtungen, die auch Bock haben, was auszuprobieren, neue Sachen auszuprobieren. Also ich würde nicht sagen, dass das Budget ein Showstopper ist. Wenn man das irgendwann dann mal skaliert, produktiv macht, ein Business draus macht, dann ist ein anderes Thema. Aber dieses Ausloten, was ist drin für mich, das glaube ich, kann man relativ einfach machen. Das heißt, würden Sie empfehlen, auch ein Stück, weil Sie haben eben davon gesprochen, Prozesse zu optimieren, das dafür mal zu Beginn zu benutzen? Oder würden Sie eher so einen Weg gehen, wie Peter Hertwig in seiner Eingangsrede erzählt hat von der Gold Corporation aus Kanada, die mit dem offenen Wettbewerb gleich das Geschäftsmodell verändern konnte? Ja, man kann das eine machen, ohne das andere zu... Ich weiß nicht, hängt ein bisschen von der Lebenskultur an. Ich weiß, aber also ich, kleine Schritte gehen. Ich finde natürlich die spannende... auch mal an neue Geschäftsmodelle zu denken, natürlich durchaus spannender. Ich glaube, man überfordert häufig Organisationen, die sagen, ich weiß nicht, was KI ist, jetzt machen wir ein neues Geschäftsfeld raus. Ich glaube, im Sinne eines Reifegradmodells ist es wahrscheinlich leicht, ein Gefühl zu kriegen, guck mal, KI hat uns geholfen, einfach Kosten zu reduzieren, den Prozess schlank. Ah, okay, jetzt haben wir ein Gefühl für KI. Was könnte der nächste Schritt sein? Das war übrigens bei dem Gießereibeispiel auch so. Hat man überlegt, wie kann ich es effizienter machen? Da hat man nicht gedacht, ich will die Cascolate gründen, um eine Plattform zu bauen. Also teilweise entsteht das ja, ne? Mhm. Aber ich ganz ehrlich, ich würde niemanden davor hindern, der sagt, ich bin mutig, lass uns mal so einen Data Thinking Workshop machen, vielleicht kommen wir mit völlig neuen Geschäftsfeldern daraus. Also finde ich klasse. Ich glaube, dass teilweise ist eine Kulturfrage auch, wie offen Unternehmen sind. Mhm. Also ich würde nicht sagen, man muss per se mit diesem ersten Reifegrad anfangen. Aber viele Unternehmen tun sich einfach leichter aufgrund der Historie. Jetzt haben wir ganz viel über Fachkräfte oder Mitarbeiter auch gesprochen. Oder Sie haben hier schöne Jobprofile gezeigt, die neue Welt. Wo finde ich solche Leute? Wie finde ich die? Als deutscher Mittelständler vor allem. Ein Riesenproblem. Also ich sage nochmal, der Data Scientist-Beruf. Der Data Scientist ist vielleicht, ich weiß nicht, ob der Begriff so klar ist, da geht es darum, der eben nicht nur Daten crunchen kann, sondern der auch einen Business Sense hat, ne, diese Transformation machen kann. Das ist ein ganz, ganz rares Gut. Ja. Und ich habe selber erlebt, in dem einen Startup, was Sie da gesehen haben, Data Lovers, wir hatten wirklich einen richtig guten, sensationell, da kam Immobilien-Scout und hat immer das Doppelte bezahlt. Ja. Faktor 2, ich glaube das doch. So, also was ich damit sagen will, ist es für Mittelständler oder für Startups wahnsinnig schwer, damit zu konkurrieren. Ich meine, wir erleben es ja allmählich jetzt in den Universitäten, wir bilden aus, aber die Talente, würde ich mal sagen, die richtig guten Talente werden in der Regel abgeworben aus den USA, von den Großen, das ist ein Riesenproblem. Und wenn Sie sagen, wo kommen die her? Wir müssen die letztendlich ausbilden. Mhm. Also wir haben definitiv da einen Mangel. Mhm. Ja? Und gucken Sie sich doch mal das Curriculum an von klassischen Universitäten, da ist halt wenig von dem, was ich hier erzählt habe, drin. Ja. Und darum werden wir meiner Meinung nach mit Sicherheit ein Skill-Problem kriegen. Stichwort Tech-Visa wahrscheinlich auch, ne? Absolut. Ja. Schauen wir mal weiter. Gibt es weitere Fragen? Peter, nochmal. Ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Kommt wieder, macht nichts.
Ich gebe einen anderen Vortrag. Ja, der Herr, ich bin noch beim Mittagessen da, da können wir. Ja. Fabio Carozza, hallo. Mich würde interessieren, wer treibt das denn an und mit welchen Intentionen? Weil Sie haben vorhin drei Szenarien beschrieben, wie sich das entwickeln kann. Aber irgendjemand muss doch, nicht vielleicht als Person, aber als Organisation, doch der Antrieb sein dessen, dass sich so eine KI weiterentwickelt. Das muss auch irgendwo herkommen. Das fällt ja nicht vom Himmel. Also ich meine jetzt gar nicht, wer das im Unternehmen treibt, die KI, sondern eher global gesellschaftlich oder wer es... Ganz allgemein gesprochen, ist es jetzt tatsächlich Google oder ist es Microsoft oder ist, also irgendjemand muss doch derjenige sein, der Interesse daran hat, die KI intelligenter zu machen, um sie in alle Bereiche des Lebens einsetzen zu können. Ja. Und der muss doch da auch irgendeine Intention dahinter haben. Ja, natürlich. Und darum, wenn Sie mal gucken, was Google, Amazon und Facebook machen, der Zuckerberg nennt sich, der sagt AI first. Ne? Sie kennen vielleicht das Mobile first, AI first. Alphabet, ne, nennt sich das AI Powerhouse. Das sind AI Companies, weil die genau das haben. Dies Amazon Alexa, wenn Sie sich wundern, warum kriege ich so ein Alexa für 30 Euro? Naja, weil ich den Zugang zum Kunden haben will und wieder mehr Daten sammeln will. Die Intention ist einfach, die, ich sage es ganz ehrlich, die Welt zu beherrschen über KI. Ja? Also Putin hat mal gesagt, wer die KI beherrscht, der beherrscht die Welt. Ja, und darum ist es ja so wichtig, ja, und ich will mich gar nicht lustig drüber machen, dass wir in Deutschland und Europa uns Gedanken machen, dann Gegengewicht zu schaffen. Mir fehlt nur die Fantasie, wie wir das hinkriegen. Ja. Und ich sage immer ein bisschen polemisch, wenn Sie mal gucken, die Diskussion in den USA und so ist halt, und in China, wie können wir mit KI Business machen? Ja? Wie können wir mehr Daten sammeln? Und bei uns ist Datenschutz, dürfen wir das überhaupt? Lieber wenig Daten sammeln. Ja? Haben wir eigentlich schon den Ethikrat gefragt? Ja? Da wird es schwer, wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber natürlich, wer treibt das? Also diese GAFA World ist ja das Akronym für die digitalen Giganten. Und die treiben das. Ja? Die treiben das immens. Und ich sag mal, wenn das Netflix macht, ist das nicht so schlimm. Also dann gucke ich mal einen Film an, den ich gar nicht sehen will. Da geht die Welt nicht unter. Wobei viele sagen, Netflix macht auch Meinungsbildung. Aber kritisch wird es, wenn natürlich Google und Facebook, ja, eine brutale Möglichkeit haben, Meinung zu machen. Ja, ich brauche das ganze Thema nochmal Cambridge Analytica, Wahlkampf etc. gar nicht zu nennen. Das ist ein Riesenproblem. Also Ihre Frage, ich würde sagen, primär treiben die digitalen Giganten das und sie exekutieren auch. Natürlich ist Fraunhofer DFKI treibt es auch, aber eher akademisch, eher wissenschaftlich. Ja, und die machen das halt mit dieser brutalen ökonomischen Potenz. Was mich auf der einen Seite fasziniert, auf der anderen Seite eben auch beängstigt. Mhm. Ja, eine nochmal dahinterher. Bitte nochmal das Mikro. Ja. Aber dann stellt sich gleich die Frage, Sie haben des Öfteren, glaube ich, aber eher rhetorisch die Frage gestellt während Ihres Vortrags, möchte ich in so einer Welt leben? Können wir uns dem überhaupt verschließen? Das ist ja dann die entscheidende Frage, oder? Ja. Also die war in der Tat rhetorisch, weil ich glaube, keiner will in so einer Welt leben. Und ich habe nur gesagt, wir haben das selbstfahrende Auto. Das ist eine logische Konsequenz einfach. Wir haben das selbstfahrende Unternehmen, das ist eine logische Konsequenz, die selbstfahrende Gesellschaft. Wenn wir nach unseren ökonomischen Prinzipien agieren, Shareholder-Value-Maximierung und so weiter, dann ist das die logische Konsequenz. Weil KI ist effizienter, billiger, günstiger. Also wenn ich unternehmerisch rational handle, ne, Homo economicus und wie das alles da, dann werde ich das so machen und wir werden dort enden. Und das ist ja genau jetzt die Frage, ne, Elon Musk und Co., bitte jetzt nochmal eingreifen, weil irgendwann wird es zu spät sein. Nur die Frage, wer greift denn an? Also ich, ganz ehrlich, im Elon Musk würde ich auch nicht als erster Stelle sehen. Ja? Der hat viel zu viel Eigeninteresse. Ich bräuchte irgendeinen Non-Profit. Politisch werden wir es auch nicht geregelt kriegen. Ne? Ich bräuchte irgendwie, was auch immer, wer das irgendwie kontrollieren will. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt die Frage. Peter. Wenn eine Gießerei eine Controlling-Analyse macht über KI und daraus ein neues Businessmodell macht, gehören zwei Dinge dazu. Erstens die Entscheidung zu KI und da Lösungen zu entwickeln und zum Zweiten die Kultur schaffen, um da neue Businessmodelle draus zu machen. Jetzt frage ich mich, der Mittelstand hat natürlich klassisch genau diese Stärke, interdisziplinär zu arbeiten, zu denken. Gut wäre doch, wenn der Mittelstand sich zusammentun würde, um gemeinsam solche Projekte anzugehen und zu Lösungen machen. Gibt es solche Netzwerke schon? Also es gibt Datenallianzen, teilweise wollen die Leute nicht so gern drüber reden, dass sie sagen, pass mal auf, wir sind zwar irgendwo Wettbewerber, aber auf der einen Seite haben wir auch Daten, die für uns beide interessant sind. Also lass uns die Daten sharen. Ne? Also Datenallianzen im Mittelstand, um bessere Daten zu haben, um KI-Analysen zu machen. Aber ich denke auch, man könnte das Thema Skills besser bündeln. Ne? Dass man sagt, man baut vielleicht einen Pool, auf dem man sich shared und teilt. Ja? Also all das, was irgendwie die KI-PS auf die Straße bringt, ist hilfreich.
ich erlebe den Mittelstand dann nicht ganz so offen. Ja, abgesehen, ich kenne ein paar Datenallianzen, wo man das jetzt macht. Aber das, was Sie ansprechen, finde ich spannend, ist, glaube ich, aber noch nicht so weit angekommen. Vielleicht können wir das ändern. Ich schaue noch mal gerade. Eine letzte Frage würde ich noch nehmen. Ja, die kommt aus der letzten Reihe. Ja, hallo. Corbinian Kibi, mein Name. Ich habe eine Frage so generell zur Marktstruktur, wo Sie sehen, wo das hingeht. Weil bisher war es ja so, dass Facebook hat einmal eine Plattform gebaut, da ist dann jeder drauf, Winner takes all. So war es bei Google mit der Suchmaschine. Ja. Und jetzt haben Sie doch einige Beispiele von unterschiedlichen Bereichen genannt, wo man KI einsetzen kann. Es gibt auch einige unterschiedliche Firmen, die daran arbeiten. Und sehen Sie, dass es so in eine Richtung geht, dass irgendwann ein paar Unternehmen die General AI haben und kein anderer kommt mehr ran? Oder sehen Sie da schon ein Potenzial dafür, dass es mehrere Spieler gibt, die vielleicht in bestimmten Bereichen dann so die Leading KI haben? Also ich glaube, in der ganzen Plattformökonomie wird das schwer, was so Konsumergüter angeht und Konsumermärkte, ne, hatte ich ja gesagt, weil Google, Facebook ist da schwer zu schlagen. Aber es gibt eben diese Industrie 4.0 KI, ne, da hatte ich auch einige Beispiele gebracht. Ich glaube, dass da Amazon und Google teilweise nicht das Know-how haben, teilweise skalieren die Märkte nicht so und darum werden die dich da, glaube ich, nicht reingeben. Also ich glaube, diese große Plattformökonomie-Frage der GAFA-World, gibt es ja mal beeindruckende Folien, wie die dich entwickelt. Ich glaube, da aufzuholen ist nahezu unmöglich. Ja? Aber es gibt einfach, ich nenne es Industrie 4.0, IoT, wo wir einfach auch gut sind. Da, glaube ich, wird sich einiges marktmäßig ergeben, wo wir KI-Player sehen werden. Eine Bosch Siemens Haushaltsgeräte macht super Sachen. Ja? Im Sinne vernetztes Home, KI-basierte Ökosysteme. Also da passiert auch einiges. Mir fehlt die Fantasie in dieser klassischen Plattformökonomie der GAFA-World. Ich glaube, da werden wir weiterhin diese Monopole haben. Wir versuchen, die zu zerschlagen, aber das wird schwer werden. Aber ich glaube, das Spannende ist, es wird Nischen geben. Es gibt auch, also ich meine sowas wie Ginant, ja, KI-basierte, das wird ein Google nie machen. Wir werden immer in diesen Nischen spannende KI-Anwendungen finden. Und ich glaube nochmal, dass wir in Deutschland mit dem Industrie 4.0 und KI-Thema, also mit dem Corporate KI und weniger mit dem Consumer KI, glaube ich, Chancen haben werden. Ich glaube, so wird sich der Markt auch aufteilen, auch global. Ja. Mhm. Ich habe eine letzte Frage an Sie, Jürgen. Das ganze Thema, was man in Englisch Explainable AI nennt, ne? Also die erklärbare künstliche Intelligenz. Wenn Sie Prozesse beschreiben, ich sage mal einen Kundenservice, ja, da kommt ein Bot, der gibt mir irgendeine Antwort, okay, unkritische Prozesse. Aber jetzt sage ich mal, wir haben einen Banker hier unter uns. In dem Moment, wo Sie Anlage, Kreditentscheidungen zum Beispiel erklärbar machen müssen. Ne? Ich habe es in die Blackbox gegossen, ist rausgekommen, okay, fein, war halt die AI. Das kann es ja nicht sein. Wie entwickelt sich denn die Forschung da? Ja, also wir haben in der Tat eine Blackbox. Es gibt Forschung, die versucht, aus der Blackbox eine Greybox zumindest zu machen, im Sinne von Explainable AI. Ich habe vor 5 Jahren ein Projekt gemacht für die Kreditreform und haben ein Credit Scoring gemacht. Also haben, glaube ich, ganz geschickt Daten gesammelt im Internet und ein ganz gutes KI-Scoring gemacht. Wir waren im ersten POC so gut wie die Kreditreform, im zweiten, dritten outperformed. Und ich habe gedacht, die fallen mir um den Hals. Nee, können wir nicht nutzen. Regulatorik, wir müssen erklären, das Blackbox geht nicht. Ja? Das ist ein Riesenproblem. Und das ist aber eine Frage, wenn ich sag mal, die KI mich frühzeitig warnt, dass ich irgendwie zum Arzt muss und deswegen überlebe ich, ganz ehrlich, also das Ergebnis, muss ich das jetzt verstehen? Ich weiß nicht, Sie sind vielleicht auch noch mit, kennen Sie diese Fallkarten, wenn man hierher gefahren ist? Früher hatte man eben nicht Google Maps. Das verlernt man natürlich auch. Ne? Also die Frage ist, heute vertraue ich der Blackbox Google Maps. Ist das so schlimm? Nur wenn man es natürlich weiterspinnt, dann haben wir gar kein Wissen mehr. Ne? Ein Arzt kann Ihnen ja auch erklären, was ist. Wenn die KI das sagt, dann sage ich, okay. Also die Frage, muss ich immer alles verstehen? Mhm. Muss ich denn verstehen, warum Google mir das Suchergebnis gegeben hat, wenn es gut ist? Mhm. Natürlich haben Sie recht, bei gewissen Sachen will ich es verstehen. Aber das Dilemma, in dem wir sehen, dass die besten Systeme in der KI, die Deep Learning, sind per se Blackboxen. Also ich hätte gerne mal ein Ergebnis mitgebracht aus so einem Deep Learning Algorithmus. Da erkennen Sie gar nichts mehr. Das ist nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie Entscheidungsbäume kennen, wenn Umsatz größer 100 und Mitarbeiter über dann Kredit. Das ist eine Welt, die ist explainable. All diese Beispiele, je besser die Systeme sind, dieses GPT-3 ist eine komplette Blackbox. Kein Mensch weiß, warum der diesen Text schreibt. Kein Mensch kann das reproduzieren. Selbst die Entwickler könnten nicht erklären, warum das System so gemacht hat. Und insofern ist die Frage wahnsinnig schwer zu beantworten, weil gute KI ist eine Blackbox. Und jetzt können wir sagen, ich nehme lieber eine schlechte Qualität in Kauf, wenn sie mir erklärt wird.
Und da bin ich mir nicht so sicher. Das ist ein super schwieriger Trade-off. Aber es gibt einen Forschungsbereich Explainable AI und es gibt die ersten Ansätze, dass man zumindest Indikatoren nennen kann, warum hat das System so entschieden. Vielleicht nicht mit so einer stringenten Regelstruktur, aber zumindest, das war der Hauptgrund dafür, da geht man hin. Aber ich glaube, das hängt sehr stark von den Anwendungsgebieten an. Also wenn ich sage, mein Google-Ergebnis, Hauptsache es ist gut, da muss mir keiner erklären, warum. Wenn es vielleicht um Anlageberatung geht, um Geschäftsstrategien geht, da will ich vielleicht schon verstehen, warum hat der mir diese Empfehlung gemacht. Ich glaube, man muss da ein bisschen von der Domäne ein bisschen unterscheiden. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für nicht nur einen sehr spannenden Vortrag, sondern auch für die offene Diskussion und Ihnen natürlich danke für die rege Beteiligung. Das hat Spaß gemacht, lieber Peter Gentsch. Danke, dass Sie heute hier waren.